Guten Morgen. Das Leben ist so voller Fülle. So voller Fülle und es gibt so viel Erleben. Aber so viele Menschen planen ihre besonders schönen Momente als Reisen oder in der Karriere und in so vielen Dingen, die sehr viel Zeit kosten, teilweise auch Geld kosten. Und das ist einfach so schade. Jeder Moment, den wir erleben, ist mit Millionen von Informationen gefüllt. Wir nehmen immer nur sehr selektiv diesen Moment wahr, so wie wir ihn schon unzählige Male vorher wahrgenommen haben. Wir gehen die Straße zum Einkaufen lang, sehen, wenn nicht gerade andere Menschen irgendwie erscheinen, sehen wir gar nicht danach, sondern sind in unseren Gedanken versunken. Aber wenn wir einmal den Baum, die Blume, die Straße, den Himmel einfach mal intensiver anschauen würden und einfach mal die Informationen auch auf uns einwirken lassen, die da sind und die man noch nicht betrachtet hat, dann erkennt man, dass in einer Baumrinde so viel Leben steckt. Und damit meine ich nicht unbedingt diese Ameisen oder kleinen Käfer, die da rumkrabbeln, das auch, aber auch energetisch, wenn man sich so diese Baumrinde anschaut, wenn man sieht, diese Furchen in Jahrzehnten, was da entstanden ist, das ist einfach so ein Gefühl von Demut, was einen da beschleicht, ein Gefühl von Respekt gegenüber Mutter Erde. Und das ist wunderbar und es gibt, das ist ein sehr simples Beispiel, es gibt so viele Momente, die wesentlich komplexer sind, gerade andere Menschen oder andere kleinere Erfahrungen, die man macht, indem man bestimmte neue Verhaltensweisen ausprobiert, indem man in der Kommunikation plötzlich sich mehr zurückhält, indem man einfach vielleicht mal schweigt. All diese Dinge für eine Fülle von Informationen, eine Fülle von Erfahrungsreichtum, den jeder Moment bietet. Und indem wir unser Gehirn als Werkzeug nutzen, können wir immer eine neue Welt kreieren. Wir können in jedem Moment ein Kino kreieren. Wir gehen raus, setzen uns hin, beobachten die Welt. Und da gibt es manchmal viele, viele Dinge zu erfahren und zu entdecken, die an uns vorbeigegangen sind und die uns dann etwas lehren. Beobachtet mal ein Tier, beobachtet mal einen Vogel lange. Ihr werdet so ein Gefühl von Respekt gegenüber diesem Tier erfahren. Dieses Tier denkt nicht nach, dieses Tier hat keine Depression, dieses Tier macht sich nicht Gedanken um seine Karriere und schon gar nicht über den Tod, sondern es lebt. Und darin steckt so viel Weisheit. Und das ist nur ein Aspekt, den ihr in eurem Leben dazu führen könnt, wenn ihr diese Fülle in dem Moment begreift und erfasst und auch erlebt und nicht nur gedanklich darüber nachdenkt, oh, ich will mein Leben voller Fülle gestalten. Dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht, wo es darum geht, dass man weniger denken soll, sondern mehr tun soll. Manchmal muss man auch gar nichts sagen. Es kann auch ein leiser Moment sein. Es kann trotzdem eine intensive Erfahrung sein. Die meisten, die mit intensiven Erfahrungen oder großartigen Erlebnissen etwas verbinden, tun dies mit vor allem Karriere, mit Reisen. Ganz oft und gerne genommen. Reisen, ferne Länder bereisen, neue Eindrücke erfahren. Dabei kennen die meisten Menschen gar nicht die vielen tollen Plätze, die um einen herum teilweise in wenigen Kilometern erreichbar wären. Und warum ist das so? Ja, in unserer Gesellschaft ist Geld ein dominierender Faktor. Und Reiseunternehmen, Tourismusverbände, all die Dinge, die damit verbunden sind, dass ein Mensch von A nach B kommt, die heizen das natürlich an. Ne? Reiseblogs werden finanziert, werbetechnisch finanziert. Es werden Geschenke gemacht, es werden Instagram-Fotomodels eingeladen zu tollen Locations und dort machen sie Fotos und vermitteln ein Lebensgefühl, was mit ihrer Person verbunden sind. Das ist so diffizil und so weitreichend wie die Manipulation von dem Marketing dieser Tourismusverbände und dieser ganzen Reiseapparatur da in uns greift, dass man sich überhaupt nicht davon loslösen kann. Aber es ist wichtig, sich da bewusst zu machen. Ich selber habe auch das Gefühl, hey, es war total schön, mal dort und dorthin zu reisen. Aber nur deshalb, weil ich davon erfahren habe und dann wahrscheinlich nur sehr selektiv, also die positiven Dinge. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wie toll es hier in Deutschland ist. Reisen.
Karriere ist auch so ein Punkt. Karriere. Die ganzen Ausbildungsstätten, Wirtschaftsunternehmen. All diese Menschen sind daran interessiert, Nachwuchs zu erzeugen, um entweder einfach nur diese Städte an sich zu finanzieren oder eben auch diesen gesamten Geldkreislauf. Und die Schere ist nun mal so, dass jemand, der eine Million auf dem Konto hat, schon gar nichts tun muss und sehr, sehr viele Zinsen erwirtschaftet und dadurch schon die Schere von Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Und die Wirtschaftsunternehmen haben ein großes Interesse daran, neue kleine Arbeiter zu generieren, die dieses System am Laufen halten, weil unglücklicherweise sterben ja die Menschen, also unglücklicherweise im Sinne des Wirtschaftsunternehmens, die in ihrem Unternehmen integriert sind und dieses Unternehmen geschaffen oder am Laufen halten. Und entsprechend braucht es das immer wieder. Und deswegen geht ja so ein Aufschrei immer durch die Gesellschaft, ne, wahrgenommen, dass wenn die Arbeitslosenzahl hoch ist oder wenn generell die Menschen ihren eigenen Weg gehen und schaut mal alternative Kanäle auf YouTube an, wie sehr sie sich mit diesem gesellschaftlichen Mob auseinandersetzen müssen, ne? Weil das so eine Dynamik erzeugt hat, so eine Beeinflussung, wie die Wirtschaftsunternehmen und damit eben und die Wirtschaftsunternehmen in erster Linie erstmal auf die Gesellschaft und damit eben auch auf den Einzelnen eingewirkt haben, sodass er sich gar nicht mehr, man glaubt mal, es hat seiner Sinne oder ein Herr seiner Gedanken, aber man ist im Endeffekt nur ein Instrument des Geldsystems. Und sich davon zu lösen, das ist ja auch ein Zeichen des Minimalismus und was sehr Positives, aber auch da gibt es Menschen, die sich davon angegriffen fühlen, weil es halt eben was anderes ist und weil sie vielleicht insgeheim sich auch getriggert fühlen, weil sie merken, oh, da ist mehr als das, was ich in meinem Leben integriert habe. Und auch das, da sollte man sagen, hey, die Fülle ist im Moment und die Fülle ist nicht im Supermarktregal oder bei Amazon. Ja, schöne Dinge, ja, die man da kaufen kann, sinnvolle Dinge, notwendige Dinge, wo oftmals verfallen sehr viele Menschen den Wahn, sehr, sehr viel zu kaufen und weit mehr als das man braucht. Ja, das ist meine Inspiration für heute, dass das Erlebnis oder eine viel Erfahrung sammeln, dass es im Moment liegt und nicht in der Karriere, nicht in der Reiselust und in all den Dingen, die ja, häufig in der Gesellschaft anzutreffen sind, in diesen gesellschaftlichen Hauptentwicklungen, Mainstream, in diesen Dingen, sondern eher im alternativen Bereich. Da kann man sich sehr gut inspirieren. Aber auch da gibt es mittlerweile Gefahren, wo man schauen muss, dass sie auch wieder in dieses Geldsystem münden. Aber im Großen und Ganzen kann man eigentlich auf der sicheren Seite sein, wenn man in dem Moment einfach mal so seine gewohnte Sichtweise auf die Dinge, sein gewohntes Verhalten einfach mal ein Stück ändert, anstatt nach dort zu schauen, wie ich das so oft tue im Video, weil da draußen halt eben so das draußen ist, ne? Und einfach hier halt schaut und dann wieder Dinge erkennt, wie das Gewürzregal, was jetzt anders gestaltet ist, wo jetzt gewisse Dinge sich verschoben haben, weil ich sie wahrscheinlich mehr oder weniger nutze. Aha, das nutze ich mehr. Kommen neue Gedanken. Was könnte ich mir Gerichte machen mit dem Kuchen- und Keksgewürz, was ich noch nie benutzt habe? Die Welt ist voller Fülle. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Yeah.